Wir bin. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 3 FES. Und sorry für den abrupten Einstieg. Denn mit der Katze habe ich nicht gerechnet und es ist der mysteriöse Junge. Schon wieder? It's been a while. Are you well? One week from now, there will be a full moon. Und? Es ist ein Vollmond. Be careful. A new ordeal awaits you. Ordeal? Also, Ordeal, könnte man das sagen. Eine Probe. Ich glaube, eine Probe passt ganz gut. Aber welche Art Probe? You will encounter one of them. Them? You must prepare for the ordeal. But time is of the essence. I'm sure you're aware of that, of course. Ja, wenn wir nur noch eine Woche haben, bedeutet das nur noch einmal Tartarus. I'll come see you again when it's over. Goodbye for now. Oder? Wenn am Abend des Vollmonds die Hütte gerockt wird, dann haben wir doch gar keinen Punkt mehr für Tartarus. Und wir sind noch nicht mal fertig. Die Zeit drängt. Aber ja, jetzt kann ich natürlich auch mal ganz kurz, für die, die es noch nicht geschnallt haben, diese letzte Zahl bei der Datumsangabe erklären. Next, Doppelpunkt 6 und daneben dieses blinkende, etwas mehr als halbmondförmige Symbol. Das ist der Mondkalender. Der zeigt an, wie lange es noch dauert bis zum nächsten Vollmond. Und heute ist Verfassungstag und der Anfang der Golden Week. Wie schon gesagt, einer Feiertagswoche in Japan. Und es gibt ein Home-Shopping-Programm, das während der Mittagszeit im Fernsehen läuft. Und wie wir Minato und uns auch kennen, gucken wir uns das doch nochmal an. Und ein unglaublich catchiger Song kommt aus den Lautsprechern. Und ich werde das jetzt garantiert nicht nachsprechen. Die Mucke hat Flash, ey. Und jeden Sonntag kommt diese Show und damit können und da können wir tatsächlich was kaufen. Und da sind manchmal wirklich interessante Sachen dabei. Und das ist Tanaka. Und was hat er denn heute anzubieten? Slash Ward. Ein Accessoire, wie man vielleicht an dem kleinen Symbol da sieht. Ich glaube, dass entweder unterstützt es Slash-Angriffe oder es erhöht deine Ausweichrate. Und es gibt noch ein Sappy Jelly, was auch immer das ist. Für 3000 Yen und wir haben knapp 40.000. Ja doch, das können wir uns, glaube ich, leisten. Aber mal gucken, ob wir nächsten Sonntag dran denken, uns Tanaka reinzuziehen. Aber genug Fan sind wir heute. Wir sind immer noch müde, wie jedes Mal nach unseren Tartarus-Erkundungen. Und das kann nur eins bedeuten. Toilettengang! Genau. Wir marschieren schnurstracks ins Badezimmer unten und unterhalten uns bei dieser Gelegenheit auch mal ganz kurz mit Mitsuru und allen, die da sonst noch rumflezen. Aber ja, am nächsten Vollmond scheint uns irgendetwas zu erwarten. Them. War das nicht auch der Name, den Akihiko und Mitsuru verwendet haben, um diesen großen Shadow zu beschreiben? Verdammt, keine Heilung. Der damals angegriffen hat, vor einem Monat? Nee, nicht wirklich. Und Junpei hat während der Golden Week nichts zu tun. Und Akihiko, was hast du zu erzählen? Oh, ja stimmt, das habe ich auch noch gar nicht erklärt. Die Größe eines Shadows ist in der Tat auch ausschlaggebend, denn je größer der ist, umso mehr Gegner oder beziehungsweise umso stärkere Gegner sind drin. Und Red Shadows hatten wir zum Glück noch nicht, denn die sind übermäßig stark. Also sie sind deutlich stärker als das, was sonst auf den Stockwerken, in denen wir uns befinden, rumkreucht. Und Akihiko ist immer noch verletzt. Ja, aber ich glaube, wir kommen mit unserer Dreierparty ganz gut zurecht bisher. Und ich will aber was ganz anderes. Ach, komm schon.
Ach stimmt, es ist ja gar nicht abends. Verdammt. Deswegen kann ich nicht unsere Party überprüfen. Aber ja, es ist Sonntag und was gibt es an einem Sonntag denn so zu tun für einen Highschooler wie Minato, der die Welt zu retten hat? Richtig. PC zocken. Wir gehen in unser Zimmer und kümmern uns um den Hermit Social Link am Laptop. Hab doch sonst nichts zu tun, oder? Nö. Lernen. Geh zocken, Minato. Und wir sind wieder im Luna Vale Hospital. Und außer Maya ist sonst niemand da. Natürlich erinnere ich mich an dich. Gott, arbeite an deiner Rechtschreibung. Leak. Ah. Na ja, gut, Buchstabendreher. Sonnenschein wird überbewertet. The man straight. Oh Gott. Ich habe übrigens Ewigkeiten gebraucht, um rauszufinden, dass dieses N-E-N-I heißen soll. Ja, Grinding ist ganz schön langweilig. Das ist heutzutage auch überbewertet. Zum Glück nicht. Ohne Grinding würden wir jetzt schon dreimal gestorben sein. Und nicht erst einmal. Und Maya hat sich uns geöffnet und unsere Beziehung ist jetzt besser. Super! Wir können jeden Social Link Rank Up, den wir kriegen können, gebrauchen. Und wir werden noch einen Haufen davon kriegen. Außer ich baue einen Haufen Scheiße während dieses Let's Plays. Als wenn das hier passieren könnte. Gott, das wird noch schlimm. Und unsere Hermit-Personas werden stärker, wenn wir sie fusionieren. Wenn wir denn mal welche fusionieren würden. Zonk! Da fällt mir ein, ich habe tatsächlich noch eine Fusion gebracht. Offscreen. Und zwar eine, mit der man, glaube ich, nicht gerechnet hätte, denn ich habe Aramitama neu fusioniert. Im Endeffekt alles gleich geblieben, aber da ich im Gegensatz zur letzten Fusion zwei Social Link-Ränge höher war, hat Aramitama ein Level mehr und ist jetzt auf Level 8, hat Tsukukaja gelernt, eine Fähigkeit, die Hit Evasion Rate eines Teammitglieds erhöht. Und es ist Greenery Day, wie auch immer man das übersetzen will, irgendwas mit Grünzeug. Ja, wie gesagt, er hat Tsukukaja dadurch gelernt und ich zeig's am besten einfach gleich mal, sobald ich kann. Danke. Persona, warum habe ich Orpheus ausgepackt? Da, wie gesagt, Aramitama jetzt auf Level 8. Wow, wo hatte die zwei Magic-Punkte extra her? Die kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, aber ich glaube, er ist in der Regel ausgeglichen an Sachen Strength, Magic und Endurance als der alte Aramitama. Und wie gesagt, er hat generell bessere Stats auf Level 8. Ansonsten haben wir natürlich noch Absauras und Orpheus wegen Cadenza. Den Spell werde ich auch eine kleine Zeit lang noch behalten. Und Nekomata ist einfach über. Braucht nur noch 19 Erfahrungspunkte zum Hochleveln und Repatra lernen. Das ziehe ich gerade sogar in Betracht, bei meiner nächsten Tartarus-Erkundung zu erreichen. Aber ja, heute ist wieder mal ein Feiertag. Aber wir werden nicht unseren Hermit-Social Link verbessern, das geht nämlich an Sonn- und Feiertagen nur. Wir haben anderes zu tun, vor allem weil wir den Abend brauchen. Toilette. Mal gucken, ob ich in großartige Verfassung komme heute. Na komm. Komm raus, Minato. Verdammt, normal. Junpei ist nicht zu Hause. Gucken wir auf Akihiko. Akihiko schläft, putz munter. Ah,
Ja, das geht darum, dass man, wenn man sich aufteilt und einem Gegner begegnet, dass man dann mit Hilfe von Mitsuru die anderen Teammitglieder anfordern kann, dass die dann irgendwann kommen. Habe ich in der Tat schon gebrauchen müssen. Denn während des Level-Grindings habe ich auch das Team mal aufgesplittet, zeitweise. Oh Gott, wo muss ich jetzt hin? Iwatodai, glaube ich. Denn wir kümmern uns heute um einen anderen Social Link, der nicht den ganzen Tag und Abend frisst. Jawohl, richtig. Einer von den Lost. Wir kümmern uns um den Hierophant Social Link von Bunkichi und seiner Frau, deren Namen ich vergessen habe. Und ja, wir sind wieder da. Und Bunkichi hat scheinbar unseren Namen vergessen. Minato, verdammt. Das glaube ich ja nicht ganz, dass wir noch nicht ganz so wissen. Danke. Melonbread, Melonenbrot, naja gut. Oh. Ja, warum nicht? Hast du schon wieder deinen Namen vergessen? Junge, was geht denn bei dir ab? Bunkichi. Oh, wir kriegen tatsächlich noch ein Melon Bread. Cool. Wer ist er? Euer verwöhnter Sohn, der seit langem nicht, der eine ganze Zeit lang nicht wieder hier war. Ah. Hä? Mitsuko ist irgendwie traurig. Wovon redet ihr überhaupt? Oh, 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 der Sohn ist tot. Ehrlich gesagt. Ob das jetzt so ein tolles Erlebnis war. Aber wir kriegen den Rank Up im Hierophant Social Link. Wenn auch auf etwas düstere Art und Weise, muss ich sagen. Mal eben ganz kurz gucken. 13 Minuten erst. Okay, ich werde es versuchen. Und Bunkichi will nicht, dass es auch hier drin dunkel ist. Und ich habe vergessen, mein Geld abzuholen. Ich habe sicherlich noch was zu verkaufen gehabt für Kurosawa. Gut! Dafür ist es nun zu verdammt. Mitsuru, wo bist du? Toilette. Nicht, dass sie da sein würde, aber... Vielleicht kriege ich ja doch noch Great Condition. Und wer es jetzt noch nicht gehört hat... Heute Abend wird Tartarus aufgesucht. Denn, wie dieser mysteriöse Junge gesagt hat, nächsten Samstag ist Vollmond. Und dann steht irgendwas Großes bevor und dafür will ich vorbereitet sein und in erster Linie auch bis zur Barrikade endlich vorgedrungen sein. Weil jetzt auch so langsam Zeit wird, Elizabeths Quest zu erfüllen. Und hier sitzt schon mal die Gruppe bis auf Mitsuru. The Order of Action during a Battle. Ich weiß schon. Und Junpei hat einen unglaublichen Weg gefunden, wie wir wissen, wer als nächstes dran ist. Und zwar der R1-Button. Yep. Und das ist in der Tat so. Manchmal kann die Reihenfolge, in der die Leute agieren, sehr wichtig sein. Und Akihiko sagt das schon ganz richtig. Man muss immer, immer aufpassen, was man als nächstes tut. Ja, ich fühle mich mit dem Einhandschwert auch im Moment am besten. Und Mitsuru trainiert wieder ihre Fähigkeiten.
Super. Wie gesagt, ich habe jetzt ja die Wahl, ein Zweihänderschwert, ein Einhänderschwert oder einen Bogen zu verwenden mit Minato. Ich habe mal in meinem ersten Anlauf mit Persona 3 habe ich mal einen Bogen getestet. Der Vorteil ist natürlich, man kann die Shadows aus der Distanz angreifen. Der Nachteil ist, man muss zielen können. Das ist eine Trainingssache, das will ich erstmal nicht riskieren. Und wie geht's denn dann? Und Yukari, verdammt! Was machst du denn? Scheiße. Jetzt muss ich mal ganz kurz umplanen. Da geht nicht, da würde gehen. Ansonsten da und dann. Ja, mache ich hier oder hier? Ich mach's davon abhängig. Ach, Yukari. Trotz allem muss ich, damit es für die Social Links hinhaut, heute nach Tartarus gehen. Das Problem ist, da Yukari krank ist, kommt sie nicht mit. Und wir haben keine volle Party. Das heißt, ich werde auch gleich sofort wieder rausgehen aus Tartarus. Ich muss nämlich einem bestimmten Event, das heute Abend passiert wäre, ausweichen. Und zwar dadurch, dass ich nach Tartarus gehe und... Ja, Yukari ist krank. Ich könnte sie... Habe ich ganz vergessen. Ich könnte sie mitnehmen. Schwierig, schwierig. Versuche ich es jetzt mit einer kranken Yukari? Na gut, im Notfall kann ich immer noch selber den Heiler machen für mich mit Junpei. Ich riskiere es einfach. Ich speichere trotzdem vorher ab und gehe auf Nummer sicher. Die Frage ist, kriege ich dies noch in diesen Part gepackt? Ach, what the hell? Dann wird der Part jetzt ein bisschen länger. Na, just kidding. Ich mache den Part jetzt zu Ende. Und beim nächsten Part versuche ich dann mit einer kranken Heilerin den letzten Mid-Boss von Tartarus vom ersten Block Tabel zu besiegen. Möglichst ohne zu sterben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das bisschen, was ich gezeigt habe. Wir sehen uns beim nächsten Part und ich hoffe mal, ich werde nicht wieder failen. Bis dahin, schönes Wochenende.